Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wo ich hier eigentlich bin. Der Kaffee hier schmeckt wie Abwasser. Aber... Ah, okay, doch, doch. Ah, das Übliche. Mein awesome Orientierungssinn. For the win. Aber ich wollte eigentlich mal langsam, aber stetig... Nein, ich möchte nicht mit der Story weitermachen. Bank. Bank ist gut. Bank sieht gut aus. Weil das ist ja diese Extra-Mission, die es für Vorverkauf-Special irgendwie sowas. Jedenfalls, ach, Facebook, Entschuldigung. Jedenfalls würde ich ganz gerne diesen Auftrag machen. Das kann sein, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Deshalb. Zack. Nein, 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 ich dachte, man kann hier nicht runter. Hupsi. Kann man hier runter? Das sieht aus, als könnte man, aber ich habe Angst, dass ich mir hier wehtue. Versuch's trotzdem. Ah! Autsch. Ich hab's mir schon fast gedacht. Letzten Speicherpunkt laden, ja, danke. Okay. Ja, wie gesagt, der Bankauftrag, der reizt mich ja schon eine ganze Weile. Jetzt muss ich den natürlich wieder neu einstellen hier. Tack. Und tack. So. Einmal schnell speichern. Weil das ja, wie gesagt, so ein Special-Auftrag ist. Würdest du bitte... Hopp. Und zack. Und bams. Weil ich... Das ist wahrscheinlich auch ein... Also, ich habe es schon so halb mitbekommen, wie mein Mitbewohner das gezockt hat, diesen Auftrag. Der macht diese 100.000 Nebenmissionen. Ich muss immer aufpassen, dass er mich nicht spoilert. Aber es hörte und... Ja, es hörte sich so an, als würde das Ganze was länger dauern. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich rede. Tut mir leid. Ich glaube, es wird allein einen Part dauern, bis ich überhaupt dahin komme. Ich meine, ich kenne mich ja. Okay, hey, das sieht doch gar nicht so übel aus. Hoch da. Und hoch hier. Oh, oh, nein. Nein, du hast nichts gesehen. Kusch. Schuschu. Mich überrumpelt niemand. Ich weiß. Ach, scheiß Licht. Oh, hinten ist ja noch einer. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich an denen vorbeikomme. Oder ich gehe da links. Kann ich da links? Oder hier unten? Da unten. Kann ich doch auch. Wow. Ah, mach doch keinen Scheiß hier. Und... Phew. So. Go, go, go. Komm schon. Stufe hoch. Oh, okay, hier komme ich doch nicht weiter. Nein. Okay, wo komme ich hier lang? Da komme ich lang. Kann ich da lang? Bestimmt. Hi. Oh. Nice. Habe ich die Sachen nicht schon mal mitgenommen? Hier war ich doch schon mal. Ah, hier komme ich auch nicht raus. Mann. Naja, zumindest ein paar Sachen zum Mitnehmen. Da. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Und zack. Okay, da komme ich schon mal wieder auf die Straße. Das ist sehr gut. Hier oben komme ich nicht weiter. Das heißt, ich gehe hier lang. Ja, runter. Danke. Unten bleiben. Und speichern. Nur für den Fall. Was ist mit den beiden? Die sind... Denen bin ich ziemlich egal. Das ist sehr gut. Der Schädel. Ja, mir auch. Es ist auch einfach unglaublich warm. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Merkt ihr es? Nee, nicht ganz. Könnte irgendwie hinkommen. Ah, lalalala. Hast du was zu mitnehmen? Hast du was zu mitnehmen? Kannst du was geben? Nein? Ah, du bist ziemlich pleite. Schade. Ah, da ist ja noch einer. Okay, dann gehe ich hier lang. Oh, da ist was zu mitnehmen. Hui. Schön die Umgebung im Auge behalten. Ich will das. Ich will das. Teetassen. Ich hätte zu gern den Bergfried des Barons. Ah, ich habe was herausgefunden. Beziehungsweise nicht ich, aber jemand Bekanntes hat etwas herausgefunden. Psst. Und zwar, dass man mit... Was ist das? Das ist ein Gaspfeil, richtig?
dass man mit Gaspfeilen diese Viecher ausschalten kann. Dann schläft er nämlich einfach weiter. Das Wetter schlägt um. Und alles ist gut. Jetzt muss ich nur aufpassen, einmal speichern. Damit tötet man die halt nicht und deswegen haben die nichts dabei, die haben die Geldbörse einfach hier liegen lassen. Damit tötet man die Viecher halt nicht und trotzdem schlafen sie. Ich habe aber das Gefühl, entweder ist hier noch irgendwo einer oder das ist gerade ein Bug oder sowas. Wie auch immer. Egal. Die Scheiße, hier kann man sowieso nie richtig lesen. Okay, jetzt muss ich hier... Kann ich nicht lang. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Diese verdammte Stadt. Echt? Und ich versuche die Kacke auch noch zu retten hier. Weißt du? Ich könnte mich auch einfach zur Ruhe setzen. Wäre viel einfacher. Aber nein. Ah, hier komme ich doch her. Ich muss darüber. Punkt. Aber wie? Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Oder Goldmünze. Ah, Bingo. Keine Ahnung, wo mich das hinführt. Aber ein Versuch ist es mal wert. Es führt mich nirgendwo hin. Es führt mich vor eine Wand. Mit einem Ring. Wundervoll. Ist ein netter Platz zum Verstecken. Bringt mir aber jetzt auch nicht so viel, muss ich zugeben. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Großer. Da oben würde ich ja gerade. Da oben glitzert noch was. Oh, da glitzert was. Okay, ich muss irgendwie... Nee. Nee. Ah, Mist, da kommt noch einer. Ich sag doch, ich brauche mindestens noch einen Part, um überhaupt dahin zu kommen. Ich laufe sowieso in die völlig falsche Richtung. Ich bin so hungrig. Wo zum Henker laufe ich her? Ich muss darüber. Ich muss da hoch und darüber. Aber wie... Ach, hier. Hm. Toll. Käme ich irgendwie da hoch? Komme ich da hoch? Seilpfeil? Oder so? Ah, Seilpfeil, Tatsache. Okay. Das war mir klar, das wusste ich. Und Sprung. Und hier kann ich bestimmt noch was holen. Zeig mir, gib mir Fallenhilfe. Immer nach Fallen Ausschau halten, immer nach Fallen Ausschau halten. Ja. Sehr schön, gib mir das. Mach wieder zu, damit auch ja keiner merkt, dass wir hier waren. Es war niemand hier, alles ist gut. Mal aus, die Kacke. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Jetzt mache ich das Licht aus, obwohl hier gar nichts mehr zu holen ist. Naja... Sicher ist sicher. Safety first. Hä? Aha. Okay. Nein. Pfui. Was zum Henker habe ich jetzt gemacht? Ich sag auch noch so. Ich sag auch noch aha. Obwohl ich keine Ahnung habe, was ich hier getan habe. Irgendwas hat das Ding doch ausgelöst. Aber was? Hm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kann ich jetzt vielleicht hier rein deswegen? Oder... Konnte ich das auch vorher schon? Nein, kann ich nicht. Okay, hier komme ich nicht rein. Derselbe Albtraum. Und hier komme ich nicht weiter. Darüber. Darüber, dann kann ich da hoch und dann bringt mir das auch nichts, weil ich da vorne nicht weiterkomme. Richtig? Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Kleinen Moment. Karte. Ja, da komme ich ja auch nicht hin. Oder? Ich muss doch nochmal außen rum. Das ist echt schwierig. Ich muss... Das ist scheiße, ist es. Einfach. Einfach scheiße. Oh, da unten ist was.
Gib mir das. Gib mir das. Ich wünschte, hier gibt's eine Eintopfküche. Okay, der hier rennt hier auch seine Runden. Der auch. Das heißt, ich könnte jetzt da hinten an... Nein, der kommt wieder. Aber jetzt... Nein. Nein. Psst. Scheiß Köter. Ach, da ist noch einer. Tatsächlich. Okay, warte. Das können wir ändern. Gut, Schnechtle. Ich hoffe, das hat jetzt überhaupt was gebracht. Die 6 war der Wasserfall. Könntest du bitte woanders hingucken? Kusch dich. Hier gibt's eine Eintopfküche. So. Plupp. Licht aus. Danke. Da hinten glitzert was. Da hinten glitzert was. Ich will da hin. Zack. Ui. Ein Messer. Dass hier vergoldete Messer rumliegen, ist ja auch mal sehr geil. Nye. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, jetzt komme ich wieder hier zurück. Verstehe. Ach so, das sah aus, als könnte man da was mitnehmen. Boah, jetzt muss ich da den ganzen Weg zu... Oh. Oh, der sieht gefährlich aus. Okay, da glitzert noch was. Gib mir das. Okay, hat mir das jetzt irgendwas gebracht, dass ich hierher gegangen bin? Nein? Mir brummt schon seit Tagen der Schädel. Da, gib mir. Jetzt kann ich es doch nochmal versuchen mit Ruhe. Aha. Hier kann ich weiter. Melodie, böse Melodie. Aufhören. Okay, vielleicht habe ich ja hier den Gang gerade aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Naja, was soll's. Dann wurde bestimmt auch nicht so wichtig. So, hoch hier. Psch. Da kann ich auch hoch. Hier könnte ich rüber. Rein theoretisch. Wenn das alles vorbei ist. Ja, ich auch. Oh, ja. Da unser guter Garrett ja nicht schwimmen kann. Was ich auch sehr, 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 sehr schlecht finde. Weil in den ersten beiden Teilen konnte er das noch. Im dritten Teil hat er das komischerweise auf einmal verlernt. So von jetzt auf gleich. Blöd gelaufen. So, und was mache ich jetzt? Jetzt habe ich den Salat. Hänge ich hier oben rum. Und... ja. Hm. Was sagt mir denn hier? Da? Nein? Da? Da, genau. Der sagt mir... Nein, gar nichts. Cool. Das bringt mir ja mal null. Ach Mann. Oh, ah, nein, 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 nein. Mann. Scheiße, wann habe ich zuletzt schnell gespeichert? Als ich den Hund hier ausgeschaltet habe. Das ist doch nicht wahr. Ganz ehrlich. Ich gehe jetzt einfach zurück. Mir ist das zu blöd. Ich habe hier keinen Bock drauf. Gib mir das noch. Da, das. Dankeschön. Ich habe hier so ein paar nette Stellen rausgefunden, aber... irgendwie komme ich hier nicht voran. Und das nervt. Das nervt einfach nur. Hoch da. Gut. Wie es aussieht, muss ich tatsächlich in diese Richtung. Oh, mir tut der Rücken weh. Hör auf zu heulen. Da hoch? Kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Oh, die haben was zu mitnehmen. Die Jungs haben was zu mitnehmen. Hi. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Hä? Warum wollte der mir das nicht geben? Der hat mir das zu geben.
Aber jetzt kann ich, so kann ich zurück, ne? Richtig? Schnauze, Mann. Du verrätst uns noch beide. Aha. Ich wusste, dass hier irgendwas rumliegt. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Aber das will ich haben, das will ich haben. Ich will das. Danke. Psst. So. Und zurück nach Stone Market. Ja, bitte. Bitte, danke. Tatsächlich fast ein ganzer Part. Weißt du, schon 15 Minuten bin ich hier wieder am Rumgeistern. Das ist zum... Ja. Ich meine, ihr kennt mich ja. Und wenn ihr euch das... wenn ihr euch das immer noch weiter antun wollt... bitteschön. Einfach 172... Verarschen? Oder so? Das sah doch so nah aus. Warum ist das denn jetzt so weit weg? Weil das am komplett anderen Ende der Stadt ist. Verdammte Scheiße. Auf dem Weg kann ich doch noch 100.000 andere Aufträge machen. Okay, dann mache ich zuerst die. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Da. Hehler ohne Hehl. Machen wir das doch jetzt. No! Scheiße! Ach Mann, das ist doch zum verrückt werden. Jetzt muss ich natürlich wieder hierhin zurück, weil ich den... Ach Mann, konnte ich die Scheißquest nicht vorher finden. Ach. Entschuldigung. Irgendwie bin ich heute nicht ganz bei mir. Ja. Ja, genau. Jetzt ist das hier auch noch ganz am anderen Ende. Wonderful. Ist mir jetzt scheißegal, ob ihr mich bemerkt. Nein, ist es mir natürlich nicht. Du bist auch einer, der mich verraten würde, ne? Ist auch so ein... Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Elender Scheißkerl. Okay, jetzt muss ich wieder ein Stückchen... Also bis ich bei dem jetzt bin? Ich wollte ja eigentlich... Ich habe ja beim letzten Mal diesen komischen Schädel geholt. Jetzt so ist natürlich komisch. Logisch, dass ich den noch erstmal zurückbringe. Aber... Um da jetzt auch erstmal hinzukommen, dauert wahrscheinlich noch ein Weilchen. Komme ich hier irgendwie durch? Da hinten kann ich rüber. Auf die andere Seite. Ah, ja, 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 okay. So, du darfst, mein Freund. Du darfst. Hoffentlich schaffe ich es. Ich guck mal, ob ich es in dem Part noch zu ihm schaffe, dass ich wenigstens die Quest beenden kann. Das wäre mir ja schon mal viel wert. Okay. Da ist nochmal was. Muss ich da auch durch? Weiß es gar nicht. Guck mal, ob ich auch... Vielleicht komme ich auch hierher. Nichts als Ratten. Kein Vergnügen. Echt? Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Sch, nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Da. Okay, go, go, go. Dum, 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 dum. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Zack. Hey, das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier. Wow. Da glitzert was. Ich will das haben. Versteck mich! Ich habe Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Warum? Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. Oje, oje, oje. Der arme Kerl. Da ist noch was. Ich will das haben. Ist mir scheißegal, dass mir das nur so wenig bringt, aber ich wollte es haben. Oh oh. Was sind denn hier alles für Glatzköpfe, Mann? Ich friere. Kann ich da wieder hoch? Ich bin hier runtergesprungen worden.
Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Wer geht da drüben? Irgendwas stimmt hier nicht. Sorry, mein Headset hat sich gerade verabschiedet. Natürlich komme ich darüber. Ui! Ey, ich habe es tatsächlich in dem Part hier noch geschafft. Nein, ich muss da hoch. Tam, 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 tam. Hi. Sirenennest. Ja, der müsste doch eigentlich hier drin sein, oder nicht? Ich meine, der wäre hier drin gewesen. Okay, dann gebe ich bei dem noch schnell... Ja! Hallo, mein Freund. Ich wusste, ihr kommt zurück. Klar doch. Wunderbar, mein Schädel ist zurück. Ihr werdet treffen einen Fremden bald. Groß, dunkel, gut aussehend, kalt. Na, kann ja nur nicht mit gemeint sein, hä? Unheimlich, das hat er schon mal gesagt. Dann ist es doppelt wahr. Ihr solltet zu uns kommen, Sir. Ich seh's vor mir. Der schwarze Bogenschütze. Schlagzeile. Oh, yeah. Jahrmarktbesitzer verschwunden. Oh, blöd. Ah, Herr Dieb. Ihr wart siegreich. Hervorragend. Ihr seid gut. Kann ich euch wirklich nicht für den Jahrmarkt begeistern? Nein. Die Legende in Leder. Ist das dein Ernst? Gute Nein. Nachrichten. Ich weiß, wo sich ein weiteres meiner fehlenden Exponate befindet. Gut. Welche Überraschung. Dann braucht ihr mich ja nicht. Nein, Sira. Würde ich mich nächtens in unbekannte Gefilde schleichen? Nein! Ich brauche euch. Es geht um den sagenhaften Oktopus. Oktopus. Ja, eine erstaunliche Perversion von Mutter Natur. Auf den ersten Blick eine ganz normale Katze. Doch dann... Acht Beine, Sira. Acht! Ist das zu glauben? Nein. Nein, Sir. Bin ich euer Mann? Bringt meine Laune der Natur zurück, Herr Dieb. Eure Börse harrt meiner Münzen. Genau die Reaktion wäre gerade auch von mir gekommen. Der Fleischliebhaber. Vittori braucht mich, um eines seiner Exponate... Ich bezahle gut, Sira! Schnauze, ich lese gerade. Um eines seiner Exponate, eine erstaunlich achtbeinige Katze namens Oktopus, erstaunlich, ja, sehr einfallsreich der Name, zu finden und wieder zu beschaffen. Man munkelt Bitte, schon, Herr Dieb! Mensch! Ich würde es sehr zu schätzen wissen. Ich auch, danke. Man munkelt schon, dass ein gewisser Sammler in Riverside sie sich bereits angeeignet hat. Möchtest du diesen Kundenauftrag wirklich starten? Bitte, Herr Dieb! Ich würde es sehr zu schätzen wissen. Ich habe aber schon genug zu tun. Ja, okay, komm, nimm. Oh, euer Edelmut lässt Männer weinen, Sir. Oh, komm. Man wird gewisslich Geschichten über euch erzählen, Sira. Der Oktopus befindet sich angeblich in einer Privatsammlung bei dem Torhaus zwischen Stone Market und Riverside. Alles klar. Wie kann ich euch helfen? Ach, sowas kann ich echt verzichten. Meine Güte. Ohne Witz. Ohne Witz. Gibt's hier nicht auch so einen Verkäufer? Du bist doch der, oder? Hier bist du das? Oktopussy. Helft ihr einem Unterhalter in Not? Was? Nein. Seht her. Ich habe etwas für euch. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Naja, wer hat hier bitte ruchlosen Bedürfnisse? Also ich bitte dich. Wie viele kann ich denn davon haben hier? 13. Und ich habe gar keinen. Komm. Damit. Oder warte. 1000, ach du, oh mein Gott, das ist alles so teuer. Verringert die Geräusche beim Gehen in Oberflächen, die Geräusche, oh, ja, bla. Verringert erlittenen Schaden. Lederpolsterung, erhöht die sichere Fallhöhe. Das wollte ich doch, glaube ich, hören. Ah, gib mir das. Das finde ich gut. Ja, Dankeschön. Ui.
Bogenbalance, was war das denn? Verringert die Zielzeit erheblich. Erhöht den Fallschaden leicht. Fallschaden deutlich und erheblich. Schlösserknacken-Qualität. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken deutlich. Unwichtig. Warme Weste. Aha, süß. Ach, das waren diese genau. What the fuck? Spektralerscheinung. Spektral. Eine seltsame Figur eines verhüllten Phantoms, die... Sie ist aus einem glatten, matten Stein gefertigt, dessen Oberfläche das Licht zu absorbieren scheint, wodurch das ganze Werkstück einen überaus bemerkenswerten Eindruck hinterlässt. Die mysteriöse Gestalt ist tief geduckt und scheint durch die Luft zu gleiten wie Rauch. Trotzdem kommt sie einem irgendwie vertraut vor. Verringert die Chance, von Feinden gesehen zu werden, erheblich. Für 28.000! Bist du denn wahnsinnig? Du Scheiße! Verringert die Trefferchance feindlicher Projektile. Das ist nicht übel, aber... ärztliches Rezept. Verringert den Preis von Mohn um 25%. Das ist unmächtig. Erhöht die Gesundheitszuwachs durch den Verzehr von Nahrung. So, hier Tragkapazität von Mohn und Nahrung um 2. Breitkopf- und Sägezahnpfeile verursachen beim Aufprall kein Geräusch. Das finde ich gut. Finde ich in Ordnung. Ach, für 140 nur? Ja, komm, nehme ich auch. Allerdings... Stumpfer Pfeil, Mond, Feuerpfeil... ich guck beim nächsten Mal nochmal rein. Auf euch auf da draußen. Natürlich, keine Sorge, im nächsten Part bin ich wieder hier bei dir. Aber ich muss jetzt gerade mal beenden, weil ich habe schon wieder 26 Minuten, 27. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, genau. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Und beim nächsten Part bin ich auf jeden Fall wieder ein bisschen besser dabei. Es ist nur, irgendwie ist heute nicht mein Tag. Wenn ihr Geld habt, bin ich euer Mann. Ich bin mich gerade am Verabschieden, Mann. Okay. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, wäre es nett, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht, wenn es euch jetzt total missfallen ist und ihr euch total aufregt über meine Orientierungslosigkeit, dann kann ich das auch verstehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Schaut doch in die Videobeschreibung, da sind... Bin ich euer Mann. Schaut doch in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.